Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. Diesmal mache ich einen sehr kurzen Part. Ich habe nämlich nicht viel Zeit. Aber ich dachte, ein Part muss trotzdem sein und ich dachte, ja, da kommt jetzt kurz dieses Stockwerk noch, dann können wir das mal kurz machen. Deswegen viel Spaß mit der Cutscene und ja. No. You're Riku. What are you doing here? Not happy to see me? Let me know if I'm getting in the way. You know, of something that's more important. Huh? I didn't mean that. Spare the excuses. I bet that you had all but forgotten about me. Are you crazy? Come on, I came all this way looking for you. But you're not anymore, right? Now it's only Naminé that you're looking for. You don't care about me, just like you never cared. At all. About her feelings. Naminé's? I knew it. Never even gave it a thought, did you? Just 'cause you want to see Naminé. Sorry. Doesn't go both ways. Tell you the truth, Naminé doesn't even want to look at your face. Why not? You should ask your memories. Why Naminé disappeared from the islands. Remember that, and you'd know. Did I do something? Is it my fault? Riku. Go home, Sora. I'll care for Naminé. Anyone who goes near her goes through me! What's wrong with you? We're supposed to be friends! Please, Sora. Since when have you ever cared about me? Naminé's not the only one who's sick of looking at you. So am I! Riku, stop it! Oh ja, und dann treten wir mal Riku wieder in den Arsch. Ist ja nicht so, als wäre es das erste Mal. Naja. Jetzt hoffe ich mal, dass der nicht allzu stark ist. Okay, jetzt habe ich Sonnenstoß gerade voll verbockt. Der mit seinen Kack-Null-Karten. Schon wieder. Ha, Betäubung sagt. Geil. Klaut. Yippie. Alter Schwede. Ja, jetzt Klaut die gerade voll gegeben. Abnormal. Oh, der arme Riku, der hat ja gar keine Chance. Der tut mir schon beinahe leid. Ah, Goofy haben wir ja auch noch, geil. Alter Schwede. Riku, du arme Sau. Das war voll brutal. Tut mir echt leid, ich hab schon beinahe Mitleid mit dir. Ach, eine Stufe komme ich aber nicht hoch. Arrow. Was bringt Arrow hier in diesem Spiel? Ja, genau, gar nichts. Aber zum Kombinieren brauche ich es nachher. Egal. Oh, Riku, please wait. Oh je. Wo waren die zwei Vögel überhaupt? Wir sollten Riku folgen. Ach, nee. Herrje, was ist passiert, dass Riku sowas sagt?
Riku, where are you? Sora, are you okay? Don't worry about me. Riku, what happened? Sure was strange. Almost like Ansem was back, controlling Riku again. But we got rid of Ansem for good. Then I wonder what is wrong with Riku. Hold on! The kid! If he's with Riku, he might be in danger. Sora? I know. You're thinking Riku isn't your friend. But that's just not true. You sure? Well, I know he said some awful things to you back there. But you gotta remember, we are in Castle Oblivion. Why, folks lose their memory here a little bit at a time. Riku's probably just forgotten that the two of you were such close friends. That's all. So he just forgot? My guess is that's so. But Sora, instead of being sad, we have to figure out a way to help Riku get his memory back. If we all work together, why, we're sure to get you through this. No need to mope. Jiminy's right. You shouldn't push your friends away. Yeah. Okay. Sora, do you remember our very first promise? Huh? Always smile. That was the promise we made to each other the first time we met. We promised to never forget to keep smiling. You're right. Man merkt halt schon, dass die schon an Kingdom Hearts 2 dran gearbeitet haben nebenbei. Weil das Gesicht gerade eben war voll von Kingdom Hearts 2 abgenommen, wo er so trübselig war. Ah, naja, egal. Wartet, lass mich noch mit Donut und Goofy reden, dass ich das im nächsten Part nicht machen muss. Schön, dass es dir, dass der fröhliche Sora wieder zurück ist. Lass aber die Pferde nicht mit dir durchgehen, Sora. So. Das war's nämlich jetzt schon von diesem Part. Ich habe ja gesagt, es wird ein ganz kurzer Part. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd, aber es geht nicht anders diesmal. Ich muss nämlich einige Sachen erledigen und ich habe diese Woche auch kaum frei. Nur heute und... Ja, am Freitag werde ich wahrscheinlich einiges aufnehmen, wenn der Verkaufsaufnahme ist Sonntag. Ja, den habe ich auch. Nee, wenn am Freitag, Ding ist, Allerheiligen, Feiertag. Da werde ich einiges dann aufnehmen wieder. Und die Woche danach habe ich hier Urlaub, also freut euch schon auf sehr viele Parts wieder von mir. Also adios Leute, schönen Tag noch oder schönen Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr es anguckt. Ciao!